Abenteuer ist nur eine Entscheidung von dir entfernt. Wir haben uns dazu entschieden, den Hohen Marksteig zu laufen. Und wenn du nicht verpassen möchtest, ob wir das schaffen und was wir alles auf diesem Steig erleben, dann bleib dabei. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Good morning in the morning. Guten Morgen. Ganz aus der Puste, weil du Schuhe am Anziehen bist. Ja, wir heißen euch willkommen vom dritten Tag und wir schulden euch noch eine kleine Auflösung zum zweiten Tag zu gestern. Wir waren gestern nämlich noch ein bisschen shoppen. Hier gab es ein Netto nebenan und ein Rossmann und dann waren wir noch ein bisschen in der Stadt. Dann war auch die Speicherkarte voll und der Akku und dann hatte ich keinen Bock mehr. Deswegen... So, heute nochmal zu gestern. Also gestern war, wie war die Tour gestern? Auf jeden Fall deutlich besser als die erste Tour. Und ja, viel schöner. Viel schöner, halt naturlastiger. Genau. Ja, naja, ja, halt es fehlte halt dieses abgeholzte Stück, was wir beim ersten Mal hatten, was uns halt nicht gefallen hat. Das gab es halt nicht mehr zum Glück, Gott sei Dank. Hatten halt schön Wald gehabt, Wiesen, am Fluss lang. Ja, schön abwechslungsreich, genau. Aber habt ihr ja alles in der zweiten Folge hoffentlich gesehen. Schön brav. Genau, ja, wir übernachten hier gerade in der Olfen Lodge. Ihr seht noch unser Bett, das war so gemütlich. Ich will eigentlich gar nicht weiterziehen. Das ist ja eigentlich eine Einraumwohnung und kein Hotelzimmer. Richtig, richtig schön. Wir sind scheinbar trotzdem wieder die einzigen Gäste, aber wir wurden so herzlich empfangen. Wir haben heute Morgen einfach ein Frühstücksbuffet bekommen für uns alleine. So süß. Hast du dich nicht gefreut über das, diese Frühstücksbuffet? Super cool gewesen, super lecker. Ja, sind echt alle super freundlich. Und an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an alle, die uns auf dem Weg begegnen sind bis jetzt, mit denen wir gequatscht haben. Wir haben einige super nette Leute halt kennengelernt, mit denen wir auf der Tour einfach gequatscht haben. Der eine oder andere schaut vielleicht sogar beim Kanal vorbei, mal sehen. Liebe Grüße an der Stelle. Derjenige weiß ja oder diejenigen wissen dann, wenn sie gemeint sind. Genau, hat uns sehr gefreut und ja, hier sind auch alle super, super nett. Also die andere Unterkunft war ja auch okay, ne? Es war halt außerhalb von der Saison, aber hier ist schon eine Schippe drauf, obwohl wir alleine hier das sind. Das andere Hotel, der große Lost Place, wo ich... Der Lost Place, wo ich nochmal abends in den Raum runtergehen musste, wegen QR-Code scannen. Genau, weil der WLAN gab es nur, wenn man einen QR-Code gescannt hat, unten an der Theke. Genau, da bin ich ja abends halt nochmal runtergegangen, hier halt... Die Kamera an der Hand, hier eine Taschenlampe, das war wie in so einem Horrorspiel gewesen. Dann da alleine durch die Gänge laufen bis ganz runter, die große, schwer knarzige Tür aufmachen. Also, ja, das war schon ein Abenteuer. Genau, weil alles so dunkel mit den alten Lampen und so. Und das Internet dann hat auch nur 20 Minuten funktioniert, dann war es am Zimmer wieder weg und dann muss man wieder packen. Genau. Ist nicht schlimm, ist alles gut, wenn ihr da übernachten wollt, auf so einer Tour seid, trotzdem machen. Also das ist halt jetzt nicht schlimm halt, aber es hat sich komisch angefühlt. Hat sich halt nur komisch halt eben angefühlt, wenn man zwar alleine war und das alles wirklich sehr alt war. Hier ist alles sehr modern, auf jeden Fall mega empfehlenswert, super lieb hier die Leute alle. Genau, wir machen heute Etappe 6 zu Ende. Da sind noch ein paar Kilometer quasi, die es um Olfen führen und dann machen wir den Wasserweg und laufen somit zurück nach Haltern am See, wo wir an dem Hotel übernachten werden, den ich euch, glaube ich, in der zweiten Folge gezeigt habe, am ersten Tag in der fünften Etappe. Es wird immer komplizierter hier. Genau, da geht es für uns heute hin.
Wir sind gespannt auf die Route. Es soll viel Wasser geben, ne? Weil der Wasserweg ist ja was für Kevin. Mhm. Vielleicht kann er Steine sammeln oder so. Und dann mal kommen gucken. Wir heute nicht mehr an, weil er Steine sammelt. Aber mal sehen. Okay, so, wir packen jetzt das Ende und let's go. So, unsere Wanderung beginnt. Hier direkt der jüdische Friedhof. Leider gibt es von dem Friedhof nichts außer diesem Gedenkstein und halt sonst Wiese. Leider keine alten Gräber mehr oder Grabsteine. Wir haben gerade noch einen kurzen Abstecher zum Raiffeisenmarkt gemacht, um uns noch nach einer Schraubkartusche umzuschauen. Aber leider gibt es da noch Stechkartuschen, also Schraubkartuschen. Wird schwierig. Ich glaube auch nicht mehr so richtig, dass wir die irgendwo herbekommen auf unserer Tour, weil so richtig viele Möglichkeiten, irgendwo in den Baumarkt oder so zu kommen, gibt es nicht. Vielleicht haben wir Glück und haben noch irgendeine Tanke oder so, wo die was haben, aber meistens scheint es echt immer nur Stechkartuschen zu geben. Egal, wir haben uns jetzt damit abgefunden, dass wir wahrscheinlich nichts Warmes unterwegs essen werden. Aber nach dem Frühstück jetzt habe ich hier keinen Bock zu essen. Du, nee. ich möchte gar nicht ans Essen denken. Ja, genau, also von daher, ja, Leben in der Lage ist halt so. Wir werden ja nicht sterben. Wir haben die ersten Tage auch überlebt. Hinter mir seht ihr auch noch mal, hier gibt es solche, ja, sieht aus wie so ein Häuschen und immer mit so Bildern drin. Das scheint hier der Kreuzweg zu sein, also der Kreuzweg Jesu. Genau, immer die ganzen Stationen hier drin, richtig schön. Hier blüht alles, wir umrunden jetzt Olfen und da vorne sehe ich schon Esel. Mal gucken, ob wir die gleich ein bisschen anlocken können und schöne Eselaufnahmen bekommen. Dann wird es endlich tierisch. Tiere haben wir nicht so ein bisschen vermisst, die wir filmen können, während der ersten beiden Etappen. Kevin hat ja auch die Canon dabei, um Fotos zu machen, aber leider haben wir kein tolles Objektiv, das zoomt. Vögel haben wir richtig viele gesehen, also Spechte, auch gerade ein Grünspecht auf dem Friedhof. Ja, jede Menge Meisen, Spatzen, Finken, alle Art. Also Vogelwelt richtig reichlich, auch Wasservögel, Kormorane, den ein oder anderen Greifvogel. Aber ja, zum Filmen eben ein bisschen schwierig. Störche haben wir, glaube ich, kurz einmal gefilmt. Ne? Aber ja, genau, deswegen so Huftiere, die nah dran kommen, sind immer nicht schlecht. Oder Schafe oder Ziegen für die GoPro. Damit kommt die GoPro noch klar. Genau, ja, mal gucken. So, ansonsten sind wir recht motiviert für heute. Und ja, lass uns überraschen, was die Etappe so bringt. Sag bloß, Herr Kollege von und zu, darf man dich anfangen? Oh, du bist weich, du hast eine weiche Schnute. Du bist süß. Zeig mal dein Eselgesicht. Liebe zwischen Tier und Fotografen. Häuschen wie. Jetzt ist eine weiche Schnute. Ja. Ja. I'm out of breath. You whisper gently to the silent trees. I won't forget, you know the secrets of the late night breeze. It's all pretend, don't you worry. So ihr Lieben, wir sind jetzt aus Olfen raus und sind hier am Naturfreibad Olfen. Und jetzt ist hinter mir das Wanderschild und die eine Seite ist halt noch pink, so wie wir gelaufen sind, und die andere wird jetzt blau. Das heißt, hier endet offiziell eigentlich der Hohe Marksteig in Olfen an dieser Stelle. Und wir haben somit jetzt die 6. Etappe komplett beendet. Also wir sind also unserer Pflicht nachgegangen, haben die letzten Kilometer auch noch gemacht. Und jetzt ändert sich das Ganze in die zusätzliche Wasserroute. Die wurde ja angelegt, weil man von Olfen aus mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln nicht so gut rauskommt, aber aus Haltern durch die Bahn halt eigentlich ins Ruhrgebiet und dann von da aus natürlich in alle Richtungen Deutschlands super fahren kann. Deswegen für die Wanderer noch diese 7. Zusatzetappe. Wir möchte, um halt eben zurück nach Haltern zu kommen. Die führt natürlich jetzt einen komplett anderen Weg, als wir hierher gekommen sind. Und ja, Wasser sagt ja schon, wir werden ja wahrscheinlich die ganze Zeit an Seen und an Wasser vorbeikommen. Und da freuen wir uns auch drauf, oder?
Ja, das ist doch mehr so dein Ding mit See. Ja, ja. See ist eigentlich aber immer schön und sind jetzt super gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Das Ende der sechsten Etappe, wie war das jetzt noch um Olfen rum? Wie fandst du das noch? Schön gewesen. Ja. Schön viel Natur, sehr tierlastig. Genau, es waren jetzt nochmal richtig viele Tiere, auch mal auf den Weiden drauf. Das hatten wir ja die Tage nicht so das Glück gehabt. War auch also tatsächlich schön und so. Ich laber nicht weiter, weiter geht's. Ja. Wer bist denn du? Wer seid denn ihr? Ihr seid süß. Nein, da kommt sogar eine Pute angerannt. Oh, kommt sogar eine große Pute. Wer möchte Gras? Oh ja. Au, au, au. Pute möchte auch Gras. Oh ja. So, wir haben jetzt eine ganz mini, kleine Mini-Rast gemacht für die Schultern, um die Rucksäcke ein bisschen abzusetzen. Das tut tatsächlich gut, immer ein bisschen hier abzusetzen, weil die Schultern merke ich aktuell mehr als die Beine. Du? Ach, bei mir geht's allgemein, aber... Ich habe tatsächlich schon auch Schuhe auch, ja. Ich habe ja auch die Einlege so hin drin. Mal gucken, wie das heute wird. Ja. Naja, ich habe ja hier schon eine Wunde und hier eine Wunde. Ja. Liegt aber eher weniger am Rucksack, sondern an dem BH, den ich mir geholt habe, neu. Und der hat so eine blöde Verbindung mit Träger. Und ja, wenn dann noch der Rucksack da drauf ist, dann scheuert das. Ist halt nicht so geil. Deswegen, mal ab und an den Rucksack absetzen. Und Kevin hat sich gestern noch einen Smoothie geholt. Mhm. Sogar mehrere, habe ich gehört. Ja. Also eigentlich, nicht mehrere, zwei. Ja, und der gute Hopfensmoothie. Genau, der Hopfensmoothie, der wird jetzt ausgepackt. Finde ich persönlich scheiße, weil dann hat der wieder 70 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ich hänge hinterher. Finde ich schon wieder doof. Aber wenn ich jetzt irgendwas, so eine Dose trinke oder so, dann bin ich müde und will schlafen. Schläfst ein, ja. Deswegen lasse ich das. Also ich nehme gerne ein Vanilleeis. Ein Vanilleeis? Ja. Ein Erdbeereis vielleicht? Unser Mittagessen ist aufgetischt. Wir haben richtig aufgestockt. Wir haben gekochte Eier, Brot, Käse, noch mehr Brot in einer Schüssel, natürlich noch ein Smoothie, ein Messer, köstlich. Für den Eisengehalt. Den Eisengehalt. Und wir haben diese Aussicht. Und ich habe noch diese Aussicht. Eine sehr tolle. Doch, eine wunderschöne Aussicht. Und ich habe noch diese Aussicht. Und noch diese Aussicht. Und da hinten, da, dieser Zipfel da, das ist die Kirche von Hullern. Wir sind nämlich am Hullerner Stausee. Und wir haben jetzt so viele Bänke gehabt mit Tisch und wir sind heute auch richtig faul, ne? Obwohl eigentlich haben wir eine gute Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,0 tatsächlich oder 5,1 sogar zeitweise. Wir haben so viele Tische gesehen und immer mal ein bisschen so Aussichtspunkte kurz gechillt. Jetzt haben wir gesagt, bevor das jetzt die letzte Bank ist, mit Tisch machen wir jetzt hier die Mittagspause. Und wir haben noch nicht mehr viele Kilometer. Wir sind jetzt bei 13 Kilometern. 13 Kilometer sind's. Und wir haben heute ja, gut mit dem Raiffeisenmarkt heute Morgen bestimmt, also werden wir auf 20 kommen, aber es werden halt nur 20 sein. Das heißt, wir haben schon noch ungefähr 7 Kilometer, 7 oder 8. Chillig heute.
Wir melden uns zurück von der Strecke. Wie läuft es denn so bei dir? Eigentlich soweit ganz gut. Aber? Man merkt ja, dass wir jeden Tag mit Rucksack rumläuft. Ja. Und das merkt man in der Zeit. Ja, finde ich auch. Also ich könnte noch laufen, könnte ich noch eigentlich laufen, weit. Ja. Aber der Rucksack drückt halt so. Man fühlt halt so diese Last und die Schultern tun halt weh. Und das irgendwie ist so wie... Eigentlich will ich nicht mehr. Ja. Aber halt, also eigentlich bloß von den Schultern und von der Last her. So. Ja. Ja, also beintechnisch geht es mir eigentlich gut. Tatsächlich. Aber halt, ja. Und irgendwie hat man doch wieder zu viel mitgenommen. Ja, ist ja immer so. Ja, ja, sowieso, weil wir auch die falsche Gaskartusche. Ja, eine Gaskartusche mitgenommen, die nicht geht. Genau, und dafür dann die ganzen Töpfe, die wir nicht brauchen. Ja. Ich habe da solche kleinen Schlappen im Rucksack, die eigentlich auch größer 43 sind, aber die sind irgendwie deutlich zu klein. Ja, das war der Fail. Ich habe halt auch noch so Badeschlappen mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, für Frühstück oder so, da muss ich nicht immer in die Schuhen. Ich sag so, Kevin, passen, ja. Genau, dann zu Kevin, komm, nimm die auch mit, weil das ist halt cool für Frühstück oder wenn wir mal an den See oder so können. Genau. Kevin hat die halt vorher nicht anprobiert, ich auch nicht, aber meine passen und seine sind so viel zu klein. Obwohl das ja nicht meine Größe ist. Aber. Ja, aber irgendwie, ja. Genau, so war es halt. Ja, wie gesagt, das Kochgeschirr brauchen wir dann ja nicht. Auch zu viel Tactical Footpack dementsprechend, weil wir ja jetzt auch Frühstück in den Hotels zu bringen. Und gedacht war ja eben dieses Outdoor-Feeling, dass wir uns mittags eben was Schönes draußen am Gaskocher kochen. Ja, und heute gab es ja auch viele Gelegenheiten dafür. Ja, auf jeden Fall, richtig viel. Wir haben ja viele schöne Bänke gehabt mit Tisch. Ja. Und ja, hat dann jetzt bloß die Gaskartusche gefehlt. Genau, und das fällt halt so ein bisschen flach, dieses Outdoor-Cooking. Aber egal, dann ist es jetzt halt so. Ich wollte auch gerne mal so einen kleinen Tee zwischendurch machen aus Brennnesseln und Löwenzahn. Ja. Irgendwie halt sowas. Ja. Ja. Aber ja. Ja, aber das hat es jetzt erledigt, ja. Wie fandest du die Strecke heute? Ach doch, super. Ja, ich fand die gestern schöner, muss ich sagen. Ja. Tatsächlich. Also es war schön, ja. Aber was mich halt jetzt ein bisschen wieder gestört hat oder was halt fehlt, oder ich dachte, ist halt, wir laufen ja die ganze Zeit an den Seen lang. Aber ich dachte, man kann halt auch mal runter ans Ufer. Und das geht halt absolut nicht, weil es überall dieser Zaun und immer überall die Schilder mit Trinkwasser, Badtrinkwasser. Vergessen. Ja, Aufbereitung. Genau, und dadurch ist das alles abgesperrt. Man kann nirgendwo ans Wasser. Wir kürzen jetzt auch die Wasserroute ab. Eigentlich müssten wir jetzt an der anderen Seite des Sees halt lang laufen. Aber das wären jetzt noch mal ein paar Kilometer mehr und unser Hotel liegt halt eher auf dieser Seite des Sees, sage ich mal. Weiß gar nicht, wir labern. Aber eigentlich müssen wir immer hier lang laufen, glaube ich. Ist da auch Wasser? Das ist auch Wasser. Das ist mal so ein kleiner Knick, wie so eine Halbinsel. Ich gucke gleich kurz auf Komoot. Ich laber zu Ende, dann gucke ich auf Komoot. Genau, und wir laufen jetzt die andere Seite, weil das näher am Hotel ist. Wir dachten eigentlich, wir setzen die Rucksäcke auch ab, weil es ja eine kleine Tour ist heute mit weniger Kilometern. Und wenn wir Bock haben, laufen wir nochmal um den See ohne Rucksäcke. Aber das können wir eigentlich knicken, weil also ich dachte, man kann halt immer so runter. Und so lohnt sich das nicht, weil die Strecke wird auch nicht abwechslungsreicher, als sie halt jetzt ist. Wir werden das die Gleiche haben. Genau, also es ist quasi ein Wald und ab und an sehr schöne Aussichten auf den See, auch sehr schöne Pausenplätze, ohne Frage, aber das haben wir jetzt schon gesehen. Aber in Haltern gibt es gegenüber vom Hotel Jupp den Biergarten. Oh, der sieht richtig interessant aus, richtig urig. Bier. Davon du schon zwei hattest. Deswegen musst du nicht meine Brille runterwerfen. Entschuldigung. Ich hatte du schon zwei Bier. Entschuldigung. Genau. Vielleicht machen wir dann da einen Abend, lassen da den Abend ausklingen und gegenüber vom Hotel sind ja auch Bänke, haben wir am ersten Tag gesehen, da können wir uns auch hinschillen. Ist zwar die Straße im Hintergrund, ein bisschen lästig, aber. Aber sowieso eine kleine Promenade am See. Genau. Genau, und dann lassen wir den Abend so ausklingen, nehmen euch gegebenenfalls noch mit. Und jetzt gucke ich auf Komoot, wo wir schnellstmöglich zum Hotel kommen. Yay! Liebe Leute, so ein Klettergarten. Und hier oben kann man gepflegt einen fahren.
fahren lassen. Mit Toilette obendrauf. Wunderbar. Wir sind jetzt wieder, wie am ersten Tag, hier am Halterner Stausee und hinter mir das Hotel Seehof, wo wir dann jetzt eben einchecken gehen. Und dann werden wir wohl zurück zum Biergarten Jupp gehen, den ich gerade auch gefilmt hatte. Hattet ihr ja gesehen. Ja, so ist der Plan. So Leute, wir sind im Hotel Seehof und wir haben einen begehbaren Kleiderschrank. Ich bin dann mal weg. Ja. Also falls du mich suchst. Ja, du schläfst dann halt hier im Kleiderschrank. Ja. Okay, dann viel so. Spaß. Halt! Hallo! Entschuldigen Sie bitte, ich möchte wieder raus. Ja. So, was ist das bitte für eine krasse Glastür? Oh ja, voll aus Glas, ne? Aber es ist irgendwie cool. Das ist ja wohl mal eine coole große Dusche. Ja. Ach, das ist auch ein cooler Selfie-Spiegel. Guck mal, der Badespiegel. Wenn man dann die Tür zu machen, hat man das ganze Muster hier. Das heißt nicht, dass du mich jetzt einschließen musst, aber das sieht doch. Ja, sieht aber schön aus für ein Selfie. Endlich Ruhe. Hier werden die Instagram-Fotos entstehen. So, und dann halt unser Zimmerchen. Wieder ein großes Bett. Es fühlt sich so viel weicher an als das von unserer letzten Unterkunft. Das könnte Rückenschmerzen geben. Ich hoffe nicht. Nee, die werden schon gut sein, die Matratzen. Ein wunderschönes Kunstbild. Also, ich weiß ja nicht. Ich verstehe den Sinn solcher Bilder nicht. Also, da ist sogar ein Name drunter. Das hat jemand hingerotzt. Entschuldigung, aber. Aber warum verdient man damit Geld? Wenn ihr es versteht, dann nicht. Das ist aber ein Spiegel, guck mal. Also wenn das, man Kunst, sieht uns. Wenn das Kunst ist, dann mein Beileid an den Künstler. Ja, das kann auch ein Kind, ja. Ein Kindergartenkind ja. Machen. Ich verstehe nicht, warum damit Menschen Geld verdienen. Wenn ihr es versteht, schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Also Kunst ist halt schöne aus, Kunst, mag ich ja auch, aber das ist für mich keine Kunst. Das sieht aus wie beim Baumarkt, so bei der Farbabteilung, wo du halt deine Farbtöne testen kannst oder anschauen kannst. Genau so. Und weil dieses Bild ja auch nicht genug ist, hat der Künstler sich auch gedacht, ey, das machen wir nochmal in Blau oder Schwarz. Schwarz, Blau. Das spiegelt total. Aber es ist genau das Gleiche. Ja. Nur am Meckern. Nee, ist ja okay. Können wir im Hotel hinhängen, was wir wollen. Achso, unser schöner Ausblick. Wenn der Kevin die Gardine sortiert bekommt und man nicht seinen Rücken sieht, seinen Schweißgetränken. Oh Gott, hier ist eine Tür, die aufgeht. Da ist aber kein Balkon hinter. Da kann man rausfallen. Nee, hier ist eine Scheibe. Aber eigentlich cool, ja. Jetzt haben wir zwar den Parkplatz, aber da hinten sieht man schön den See. Hier stinkt es. Ist nach Toilette, oder? Hier riecht es irgendwie. Ja, ich glaube, wir haben einfach den. Also wir. Und wir haben auch das allerletzte Zimmer und den allerletzten Platz. Genau. Und wisst ihr warum? Weil wir bei Booking.com gebucht haben. Macht man eigentlich nicht, sind Abzocker. Aber es ist halt einfach. Ne? Und wenn man halt noch nie da war. Mhm. Und für so eine Tour planen, finde ich Booking halt total easy einfach. Obwohl es einfach Abzocker sind. Mhm. Macht man eigentlich nicht. Aber dann kriegt man halt hier das ein Zimmer. Und wenn man das Fenster aufmacht, kriegt man halt den Güllegeruch. So, wir. Gut, die riechen ja auch nicht besser. Na, das stimmt auch wieder. Zum Beispiel. Und ich glaube, ich habe heute Morgen noch auf einer Seite Deo-Roller drauf gemacht, nicht auf der anderen. Die eine Seite riecht richtig würzig. Ich hab's vergessen. Naja, okay. Ja. Wir machen uns jetzt ein bisschen frisch und dann genießen wir noch ein bisschen Sonne bei Jupp oder so. Mhm. Und dann ab ins Bett. Wir sehen uns morgen früh wieder. Morgen gibt's wieder Frühstück. Mhm. Scheiße, war der gesagt, wo gibt's Frühstück? Dann unten. Unten bei der Rezeption. Ja. Bei der Rezeption? Ja, links davon. Ja, da hast du gemerkt? Ja. Ich habe es mir nämlich nicht mehr gemerkt. Von 8 bis 11 oder so. Ja, von 8 erst? So spät? Mhm. Macht nichts, wir sind ja keine Frühaufsteher. Passt. Okay, wir labern wieder.
So, ihr Lieben, das war's dann heute wieder mit diesem Video vom Hohen Marksteig. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Schaut auch gerne bei Instagram vorbei, da habe ich ein Story-Highlight vom Hohen Marksteig, wo ich alle unsere Tage mit den coolsten Bildern vom Tag hochgeladen habe. Und schaut unbedingt auf meiner Website dabei, der Kevin macht nämlich fleißig Fotos mit der Canon und die werden dann auf meine Website hochgeladen. Da machen wir so einen kleinen Reise-Wander-Blog, wo wir dann nochmal alle Etappen mit Fotos beschreiben, was es zu sehen gibt, was wir erlebt haben. Wenn ihr so überlegt, den Hohen Marksteig auch zu laufen, unbedingt auf meine Website vorbeischauen und in die Videobeschreibung. Da verlinke ich die offizielle Seite des Hohen Marksteigs, die ist auch super gemacht. Da könnt ihr alle Etappen einsehen, plus die Landstreifer, die Rundwanderwege. Also falls ihr auch mal einzelne Etappen laufen möchtet, alle Infos in der Infobox. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! We'll look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway.